Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von meiner Joomla 3.5 Anfängerhilfe. Heute schauen wir uns an, wie funktioniert der Umleitungsmanager bzw. Redirect Manager, was macht er für uns, wie richten wir den ein und wie kann man noch benutzen. Bin natürlich im Backend schon angemeldet. Wo findet man überhaupt den Umleitungsmanager? Nämlich hier unter Komponenten. Bei mir steht er halt jetzt ganz unten mit dem Namen Umleitungen. Wenn man das erste Mal aufmacht, bekommen wir einen Hinweis, das Umleitungsplugin ist deaktiviert, bitte das Plugin unter Erweiterungen und Plugins aktivieren. Na, das machen wir gleich mal als erstes. Wir gehen auf Erweiterungen und Plugins, so wie es uns vorgeschlagen hat. Jetzt müssten wir hier das Umleitungsplugin raussuchen. Es geht aber auch einfacher, wir schreiben einfach den Anfang hier rein. Umlei, das reicht schon. Und da haben wir schon das richtige Plugin, System, Umleitung. Und mit einem Klick auf das rote X können wir es aktivieren. Mehr braucht man nicht machen, wir müssen es nicht öffnen. Wir müssen nichts konfigurieren. Jetzt können wir wieder zurückgehen zu Komponenten und Umleitungen. Jetzt funktioniert es, das Umleitungsplugin ist aktiviert. Die Option URL sammeln ist aktiviert. Perfekt. Was macht jetzt da dieser Umleitungsmanager für uns? Der kontrolliert nämlich oder überwacht besser gesagt unsere Homepage, ob irgendwo ein Benutzer auf eine Error-Seite kommt, quasi so zum Beispiel auf 404-Seite. Das heißt, das passiert dann, wenn ein Link benutzt wird, den es gar nicht mehr gibt. Jetzt sage ich das einmal. Nehmen natürlich auf der Seite. So. Wir nehmen ganz einfach an, ich habe hier einen Menüpunkt, der heißt Hosterauswahl 2016. Da steht halt drin, welcher Hoster am besten ist, um Joomla zu installieren, welcher ist der günstigste, welcher hat die meisten Optionen und so weiter. Und da kommt der Besucher auf die Seite und findet diesen Beitrag sehr informativ. Und ich nehme jetzt einmal meine Umrandung einmal raus. Wenn ich einen recht interessanten Beitrag habe, dann mache ich das immer so, ich schnappe mir den Link, super, meine Hunde ticken aus, sorry Leute, schnappe mir den Link und ziehe ihn unten in die Linkleiste. Und dann habe ich da drin stehen, Hosterauswahl 2016, und wenn ich das nächste Mal auf diese Seite komme, ich gehe mal irgendwo hin, dann klicke ich einfach da drauf und bin wieder bei dem Beitrag, der mich am meisten interessiert hat. Was ist allerdings, wann ein Jahr später diese Hosterauswahl 2016 gar nicht mehr aktuell ist und der Admin von der Seite diesen Eintrag quasi rausgenommen hat oder deaktiviert hat. Das simulieren wir einfach damit, dass wir das Menü oder dieses Menü-Item, den Menüpunkt quasi jetzt einmal verstecken. So, dann gehen wir hier auf Home. Hosterauswahl 2016 ist weg, ist nicht mehr hier vorhanden. Für neue Benutzer ist das, schaut alles perfekt aus. Aber für diesen einen Benutzer zum Beispiel, der sich das hier gespeichert hat in der Linkleiste, der hat jetzt ein Problem, wenn er auf meine Seite kommt. Der kommt nämlich an 404 Fehlermeldungen nicht vorbei. Und jetzt müsste er quasi da hinten das Hosterauswahl 2016 rauslöschen, um wieder auf einen gültigen Link zu kommen. Das machen natürlich die wenigsten. Der geht da drauf und vielleicht macht er sich die Mühe und löscht alles raus, um wieder auf die Startseite zu kommen. Aber wahrscheinlicher ist, wenn er das schon zweimal gemacht hat, dass er sich darüber ärgert, einfach Google aufruft und wieder nach einer Hosterauswahl, nach einer aktuellen Hosterauswahl quasi googelt. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Benutzer auf meiner Seite bleibt. Wenn wir jetzt unter Komponenten und Umleitungen gehen, sollte der Link drinnen stehen. Und da steht er, Joomla 3.5, Hosterauswahl 2016. Das ist der Link, der aufgerufen wurde. Wir öffnen den einmal. HTTP localhost Joomla 3.5 Joomla -3-5 und dann Hosterauswahl -2016. Das ist der Link, der quasi ins Leere führt oder besser gesagt zu der Fehlermeldung 404. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier in dem zweiten Feld die Zieladresse anzugeben
wann dieser Link aufgerufen wird, wohin er weitergeleitet werden soll. Und da sagen wir jetzt da, bitte zur Startseite weiterleiten. Und das ist in meinem Fall halt Localhost Joomla 3.5. Diesen Link kopiere ich und füge ihn hier ein. Und dann als dritten Schritt müssen wir natürlich den Status nur von deaktiviert auf aktiviert setzen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann sage ich speichern und schließen und rufe wieder die Hosterauswahl 2016 auf. Und ich komme wieder hier auf diese Seite. Dass man es besser sieht, ich gehe mal auf einen anderen Link. Rufe wieder Hostauswahl 2016 auf und komme wieder hier auf den Home-Beitrag. Ihr seht, dass Home jetzt da quasi fett gedruckt ist. Das ist der aktive Link in meinem Menü. Also das funktioniert schon mal. Quasi die Benutzer, die den Link Hostauswahl 2016 gespeichert haben, die vertreibe ich schon einmal nicht von meiner Seite. Das bedeutet allerdings, dass man auch regelmäßig hier reinguckt und guckt, ob hier Links auftauchen, die eventuell durch meine Arbeit an meiner Homepage jetzt ins Leere laufen. Welche Links bearbeite ich nicht? Solche zum Beispiel. Wann meine Domain hier steht und dahinter kommt irgendwas Komisches. Zum Beispiel das O vergessen wurde, weil der das händisch eingetragen hat. Den Link hat es nie gegeben, den wird es auch nie geben, nicht einmal so einen ähnlichen, weil da gehört ja vorher noch rein Joomla-3-5/ und dann würde erst Hosterauswahl -2016 kommen. Das heißt, solche Links tauchen natürlich dann ebenfalls auf. Ich muss den Umleitungsmanager einfach einmal refreshen und schon haben wir den Link hier herin. Da haben wir den ganzen Link. Sowas ignoriere ich. Da sage ich ganz einfach schließen und hake den an und sage Papierkorb. So, jetzt wird einmal angezeigt, dass er im Papierkorb liegt. Warum? Bei euch wird das nicht sein. Ganz einfach, bei den Suchwerkzeugen steht nämlich auf alles bei mir. Und wenn ihr hier normalerweise stehen habt, Status, dann werden die Papierkörbe nicht angezeigt. Wenn ihr dann den Papierkorb löschen wollt, müsst ihr den Papierkorb aufrufen, den Eintrag markieren und sagen Papierkorb leeren. Okay. Und dann halt natürlich nicht vergessen, wieder zurücksetzen auf Status wählen. So, dann haben wir hier die Aktiven drin. Also wie gesagt, die toten Links, die ich selbst verschuldet habe, werde ich hier natürlich korrigieren, damit ich meine Besucher nicht verliere. Die Links, die ins Leere laufen, weil der Benutzer einen Blödsinn eingegeben hat in der Adresszeile, die werde ich nicht bearbeiten. Diese Meldungen werde ich einfach nur löschen. Was kann ich jetzt noch machen mit diesem Umleitungsmanager? Na zum Beispiel, ihr seid irgendwo in einem Forum und wollt auf YouTube, auf euren YouTube-Kanal verlinken. Dann könnt ihr, machen wir das zu, macht das neu auf, dann könnt ihr hier hinten eingeben, ja, was nennt man da? YouTube-Bonnie-and-Clyde und sage einmal Enter und da ist natürlich ebenfalls, da es den Link nicht gibt, eine 404-Error-Warnung zu erwarten. So, jetzt haben wir das allerdings ebenfalls in dem... So, im Umleitungsmanager. Da steht YouTube-Bonnie-and-Clyde. Und ich möchte, dass dieser Link jetzt auf YouTube verlinkt. Geben wir ganz einfach ein... YouTube.com, ist ja egal, muss jetzt nicht auf meinem Kanal sein. So, den kopiere ich und füge den Link hier ein. Also bitte dorthin weiterleiten. Dann muss der Ganze nur aktiviert werden und dann sage ich speichern und schließen. So, hier oben haben wir jetzt drinstehen Localhost Joomla 3.5 YouTube-Bonnie-and-Clyde. Und jetzt drücke ich ganz einfach Enter und schon werde ich weitergeleitet.
Welchen Vorteil habe ich von so einer Weiterleitung? Ganz einfach. Ich habe in dem Forum, in dem ich schreibe, einen Backlink hinterlassen, der nicht nur zu YouTube führt, sondern auch meine Seite quasi im Internet verbreitet. Ich habe quasi mit einem Link habe ich meine Seite und meinen YouTube-Kanal quasi im Internet verbreitet. Gut, was kann man noch damit machen? Ihr kennt sicher diese Affiliate-Links, wann jemand was über den Link kauft oder bestellt oder sich über den Link registriert, dann bekommt man irgendwo irgendwie ein Goodie. Das kann man natürlich hier ebenfalls machen. Wir rufen ganz einfach wieder das Frontend auf und sagen, ich glaube, der bekannteste ist ja Amazon. Amazon. Lass das wieder ins Leere laufen, dann taucht es hier auf. Ich refreshe das und da haben wir den Amazon-Link. Dann machen wir den auf. Dann füge ich als Zieladresse meinen Affiliate-Link hier ein, setze auf aktiviert und schon bekomme ich von jedem, der meinen Link quasi benutzt, nämlich Localhost, Joomla 3.5, Amazon, 3% von dem Umsatz, den er bei Amazon generiert. Es wäre ebenfalls eine Möglichkeit, um hübschere URLs zu gestalten und um gleichzeitig auch meine Seite im Internet quasi Backlinks zu generieren. So, ja, ich glaube, ich habe alles umrissen, was den Umleitungsmanager betrifft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen bzw. geholfen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert ja der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Sollte es Fragen geben, könnt ihr gern bei www.jumlaportal.de oder jumla.de das Forum benutzen. Könnt natürlich auch gerne unter dem Video posten. Dann müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen, bis ich das nächste Mal online bin. Dann werde ich das natürlich beantworten. Und auf Wunsch von einigen Usern habe ich jetzt sogar auf Facebook eine Facebook-Gruppe gegründet, die nennt sich Joomla für Anfänger minus Bonnie and Clyde. Der Link zu der Gruppe bzw. zu der Seite, also es sind zwei Links, einmal zu einer Seite und einmal zu einer Facebook-Gruppe, werde ich natürlich unten in der Videobeschreibung einfügen. Und ich würde mich freuen über zahlreiche Beitritte. Wenn wir dann mehrere User sind, werden wir darüber abstimmen, ob die Gruppe privat gemacht werden soll oder nicht. Warum habe ich die Gruppe überhaupt erstellt? Einige User haben mir geschrieben, sie sind in ein paar Foren unterwegs und ich sage es jetzt einmal umgangssprachlich, sie kommen sich doof vor, an super Profi lapidare Fragen zu stellen, weil der Profi, der schüttelt das aus dem linken Ärmel und sie wären quasi gerne unter sich, um sich halt nicht so doof vorzukommen. Ist kein Problem, aber ich kenne das Gefühl. Mir ist es am Anfang ebenfalls so gegangen und deswegen habe ich die Gruppe heute halt erstellt. Und der zweite Grund ist, die User, die schon das eine oder andere Wissen erlangt haben, haben heute halt dort auch die Möglichkeit, dieses an die anderen weiterzugeben. So, jetzt bin ich aber wirklich am Ende von meinem Video. Nochmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns ja auf Facebook in der Gruppe. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Erstellen und Gestalten eurer Homepage. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im nächsten Video. Ciao!